Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Neuzugänge. Ja, ich habe ja schon länger nichts mehr von mir hören lassen, aber jetzt bin ich wieder zurück. Jetzt geht's wieder weiter. Heute zeige ich euch mal, ja, was sich so angesammelt hat in den letzten Wochen an Medien, also an Blu-rays und an DVDs. Dann habe ich noch einen ganzen Schwung, ja, ich glaube, das waren über 100 Stück VHS-Kassetten bekommen. Die zeige ich aber in einer anderen Folge, weil das einfach zu viel wird. Ich glaube, hier die Blu-rays und DVDs, das sind alleine auch schon so um die, ja, 70, 80 oder so, müssten das auch schon fast sein. Und Spiele gab es natürlich auch noch jede Menge. Die zeige ich aber auch in der nächsten Folge dann. Da hatte ich ja schon versprochen, von dem gleichen Verkäufer, mit dem ich diesen Jahrhundert-Deal gemacht habe und auch Vectrex und alles und so weiter gekauft habe von dem. Ja, von dem habe ich auch noch ein 3DO gekauft und mit Spielen und auch zum Superpreis. Und dann gibt es auch noch in nächster Zeit ein paar Reparaturvideos. Ja, aus einem Videospieleforum, da habe ich von einem ein ganzes Paket voll mit Sachen geschickt bekommen, die ich mir mal angucken soll und ja, am besten auch reparieren soll. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein paar Videos zu machen. Mal schauen. Aber heute fangen wir erstmal hiermit an. Und zwar hätten wir hier die Blu-ray-Box, alle Folgen von Space 1999. Ja, bei uns besser bekannt als Mondbasis Alpha 1. Ja, hier kennt man ja, hier mit dem Raumschiff und so weiter. Die Sci-Fi-Kultserie. Ja, 4 Blu-rays sind das. Hier haben wir mal die ganzen Folgen. Wen das interessiert, was da alles so drauf ist. Was ist das denn hier so? Kleberest. Laufzeit ca. 38 Stunden. Also da hat man genug zum Angucken dann. So. Hier haben wir die mal. Ist sogar noch eingeschweißt, die eine Blu-ray. Ja, super, da freue ich mich. Habe ich früher gerne geguckt. Als Kind hatte ich sogar diesen, ich weiß gar nicht, wie ist der Adler oder sowas irgendwie, dieses Raumschiff. Das hatte ich so als Spielzeug, als Metall. Spielzeug war das, da konnte man so diese Füße so ein bisschen rausziehen und so weiter. Da habe ich immer gerne mitgespielt früher. Freue ich mich, dass ich die auch wieder habe. Ich zeige mal gleich mal so einen kleinen Ausschnitt. Mal gucken, irgendwie mit so einem Monster, mit so einem Kampf oder so. Mal schauen. Ja, kultige Serie, muss man sich mal angeschaut haben. Ja, und wie immer gibt's natürlich auch zur Feier des Tages ein Getränk. Heute was ganz Besonderes, was ich früher auch gerne getrunken habe. Ah, ich muss hier mal eben rumgreifen. A&W Root Beer. ja, hier in der Diet-Version, ohne Zucker. Und ja, wollen wir mal probieren, obwohl ich weiß ja, wie es schmeckt. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Schmeckt immer irgendwie nach einer Mischung aus Medizin und Schuhcreme oder sowas. Dann zum Wohl. Oh, ja. Einzigartiger Geschmack, sage ich mal. Entweder mag man das Zeug oder man hasst das. Also schmeckt wirklich ungewöhnlich, sage ich mal. Naja, also wer es mag. Also besonders gut ist das, wenn man sich so einen Vanilla-Float damit macht. Also ins Glas gießen und ja, so wie die Amerikaner das machen, Vanilleeis rein und ja, dann schmeckt das auch super. Ja, dann hole ich mal die DVDs. Den Anfang mache ich dann mit Harvard Man. Mit, ja, Sarah Michelle Gellar, Adrian Grenier und so weiter. Ja, ziemlich abgefahrener Film auch, so, ja, so ein drogenmäßiger Film und so teilweise auch. Aber ganz lustig und interessant. Ja, so sieht er von innen aus. Ah, ich leg den mal hier in der Mitte.
Da haben wir noch einen abgefahrenen Film, der auch richtig gut ist. Spun. Mit zum Beispiel, ja, Peter Stormare und so weiter kennt man bestimmt. Brittany Murphy. Ja, die ist ja leider schon gestorben. Aber hier Mickey Rourke. Ein echt abgefahrener Film. Den muss man echt mal gesehen haben. Ganz lustig. Ein Film wie ein Drogencocktail in der Tradition solcher Highlights wie Trainspotting oder Fear and Loathing in Las Vegas. Auch übrigens einer meiner Lieblingsfilme hier, Fear and Loathing in Las Vegas. Aber den zeige ich nachher auch nochmal. Ja, nix drin. Nur einfach die DVD. Aber echter Geheimtipp. Dann ein Klassiker von früher. 1941, Wo bitte geht's nach Hollywood? Ein Steven Spielberg-Film. Wusste ich gar nicht, dass er von dem ist. Mit John Belushi und Dan Aykroyd. Ja, dem Bruder von Jim oder James Belushi, ne? In einer 2-Disc-Edition. Ja, früher war ja eher der bekanntere hier, John Belushi, und der, ja, halt der große Star. Jetzt ist es ja sein Bruder, jetzt wo er tot ist. Da ist James oder eben Jim Belushi bekannter geworden mit seiner Serie und so weiter. Ja, Dan Aykroyd kennt man ja aus vielen Komödien. Auch super. Ja, Disc 1, Disc 2. Und mit Wendecover. Aber ist schon umgedreht. Dann Einfach unwiderstehlich. Ja, auch mit Sarah Michelle Gellar. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, das war mal zum Restaurant oder sowas irgendwie. Hat ein Restaurant geerbt, bla bla und so weiter. Ja, ich glaube, der war aber auch gar nicht so schlecht. Kann man sich auch mal angucken. Dann. Mal gucken, dass ich die richtige Reihenfolge hier habe. Die Rache der Blöden, voll normal. Mit Tom Gerhardt. Ja. Ein Meisterwerk. Klamauk und Nonsens aus allen Ohren. Ja, gut. Der sollte ja jedem bekannt sein, der Film. Der läuft ja auch ab und zu im Fernsehen immer wieder mal. Und in seiner Paraderolle halt, ne? Und wenn man den hat, dann darf der hier natürlich auch nicht fehlen. So. Ballermann 6, Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, auch wieder hier mit, wie heißt der nochmal? Hilmi Sözer oder sowas irgendwie? Hilmi Sözer, ja, genau so heißt er. Ja, auch ein Knaller. Ja, und dann noch einer. Die Superbullen, sie kennen keine Gnade. Ja, der war dann schon nicht mehr ganz so, aber gehört halt mit so rein in diese Reihe. Da muss man den auch haben. Der fehlt ihm ja auch noch in der Sammlung. Diese Cops hat Deutschland nicht verdient. Ja. Kann man sich auch mal angucken. Ja, ich mache mal eben ein bisschen Platz hier. So, weiter geht's dann mit Splash, einer Special Edition. Ja, ein alter Klassiker mit Tom Hanks, Daryl Hannah, John Candy. Mit umfangreichem, bislang unveröffentlichtem Bonusmaterial. War früher auch der große Knaller. Special Edition, ist ja nicht viel drin. Ja, John Candy, auch einer meiner Lieblingskomiker aus der Zeit. Ja, Tom Hanks ist ja richtig bekannt geworden später dann. Ja. Dann UHF mit Weird Al. Sender mit beschränkter Hoffnung. Ja, den kennt man ja auch aus diesen ganzen, ja, Musikvideos, die er so verarscht hat und so weiter, ne? Halt hier so, anstatt I'm bad, I'm fat und so weiter. Und ja, zu der Zeit hat er ja viele verarscht, ob es Michael Jackson ist oder Madonna oder sonst irgendwer.
aber heute auch noch, macht er auch noch was. Ja, hier, den kennt man ja auch hier. Kramer aus Seinfeld. Auch ein lustiger Klassiker von damals. Dann haben wir Jabberwocky. Ja, Michael Palin in einem Terry Gilliam-Film. Kennt man ja hier von Monty Python und so weiter, ne? Verschiedene Trailer, Filmkommentare, Sketche-Galerie, Poster-Galerie. Ja. Kann man sich auch mal angucken. Dann haben wir ein Zeit der Wölfe, The Company of Wolves, DVD-Premiere, Bild und Ton komplett digital remastered. Der Kultfilm von Neil Jordan mit Angela Lansbury. Muss ich mal überlegen. Ich glaube, das war auch ein ziemlich schräger Film, auch irgendwie merkwürdig. Horror satt, eine Huldigung an den Geist der schwarzen Romantik. Intelligent, souverän und faszinierend. Rotkäppchen im im Werwolfland. Die magisch-haurige Reise durch die Welt der Albträume der heranwachsenden Rosaline, die auf den Werwolf im Manne trifft. Aha. Ja, ich glaube, irgendwie ziemlich schräger, traummäßiger Kram ist das irgendwie gewesen. Dann haben wir noch ein Enemy Mine, Geliebter Feind mit Dennis Quaid und Louis Gossett Jr. Obwohl Louis Gossett Jr., den erkennt man nicht, der hat ja die Maske auf hier, der ist ja der Alien. Ein Wolfgang Petersen-Film. Ja, ich fand den früher gar nicht schlecht, ist ein bisschen cheesy, aber naja. Die müssen halt beide zusammen klarkommen, die sind irgendwie auf so einem Planeten oder irgendwo gestrandet und naja. Mehr will ich da nicht verraten. Muss man sich mal anschauen. Ist gar nicht schlecht gemacht. Ja, mit Sonderausstattung und so weiter. He is a soldier. Alone with his enemy. Don't you understand English, Toadface? Weiter geht's mit Das Piano. Mit Holly Hunter, Harvey Keitel und Sam Neill. Arthouse. Hui, muss man schnell dicht halten hier. Nicht, dass es Ärger mit YouTube gibt. Nicht, dass das zu gewagt ist. Ein beeindruckendes Werk über Sitte und Sinne. Leidenschaft und Freiheit einfühlsam und bildgewaltig inszeniert. Von Jane Campion. Preisgekröntes Meisterwerk. In einer edlen Sammleredition. Ja, der ist gar nicht schlecht gemacht. Den habe ich mal früher, glaube ich, im Fernsehen nur so mal gesehen und fand den ganz gut. Ja, hier mit so einem ganzen Schnickschnack dabei. Zwei DVDs. Dann Ripley's Game mit John Malkovich als Tom Ripley. Ja, da gab es ja auch irgendwie, ne, drei Filme, glaube ich. Irgendwie der talentierte Mr. Ripley oder sowas. Ripley's Game und noch irgendwie so einen anderen, so einen älteren aus den 70ern oder so. Aber das, finde ich, ist der beste hier. Der ist auch immer ein anderer Darsteller gewesen. Hier mit John Malkovich ist top besetzt und richtig guter Film. Kann man sich echt gut angucken. Dann haben wir einen Knaller. Thriller, A Cruel Picture. Eine Limited Edition. The Movie That Has No Limits of Evil.
Ja, Tarantino, der hat sich auch ein bisschen inspirieren lassen, öfters mal von dem Film. Ja, ziemlich krank und gewalttätig und ja. Ich sag da nicht mehr zu. Hat aber Kultstatus und ja, wie gesagt, also Tarantino hat sich einiges abgeguckt und ja, ist aber, glaube ich, in welcher Sprache ist der denn, mal eben gucken. Uncut, Uncensored, Original in Schwedisch mit Englischen. Ach doch, kann man auch Englisch Dub und auch Englisch Subtitles. Dann auch wieder ein lustiger Film. Kung Fu. Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst mit Chris Farley. Ja, der ist leider auch schon gestorben, ne? Den gibt's auch nicht mehr. Fand ich aber immer witzig, seine Filme. Kann man sich auch gut angucken. Ist auch lustig. Dann, ja, auch ein alter Klassiker. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht auf Blu-ray. Gibt's auch nur auf DVD. Ich glaube, auf VHS hatte ich den auch mal irgendwie. Oder habe ich sogar noch, keine Ahnung. Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Dawn mit Danny DeVito und Bette Midler. Ja, ich glaube, der ist inzwischen auch schon ein bisschen teurer, die DVD jetzt. Und mit Judge Reinhold, genau, der spielt auch noch mit. Ja, der ist wirklich lustig. Den sollte man auf jeden Fall in der Sammlung haben. Früher, weiß ich noch, als Jugendlicher, habe ich mich kaputt gelacht. Echt guter Film. Das ist die Geschichte zweier Außerirdischer. Beldar und Primet. Wer sind Scrapnok? Ich habe wieder bestrahlte Stärkeplatten für dich. Pizza! Ein großer Hochgenuss! Verbrenn dir nicht die Nackenöffnungsoberseite. Für sie ist es die Chance, sich einen neuen Traum aufzubauen. Ja, und wo wir schon bei Kaputtlachen sind, Coneheads oder die Coneheads mit Dan Aykroyd, Jane Curtin. Ja, auch ein alter Klassiker. Auch ziemlich lustig. Aber den kennt wohl auch jeder. Irrsinnig komisch. Ohne Zweifel, es genügt ein Blick, um zu sehen, dass sie von einem seltsamen Ort stammen. Vom weit entfernten Planeten Rimulak. Sie sind Coneheads. Richtig dickes Buch hier, oder was ist das? Ah, Werbung. Richtig schwer. Dann. Auch was Lustiges. Krieg der Eispiraten. Kennt ihr noch jemand? Mit dem Weltraumherpes? Eine total verrückte Weltraumparodie. Mit USA Kinotrailer, in Deutsch, Englisch, Untertiteln und so weiter. Nur die DVD drin. Aber die muss man auch in der Sammlung haben. War früher auch richtig Kult. Genauso der hier, der war früher auch Kult. Hitcher, der Highway Killer. Mit Rutger Hauer, C. Thomas Howell und so weiter. Jennifer Jason Leigh. Special Edition mit exklusiv produziertem Zusatzmaterial, zwei DVDs. Ja, hier muss man auch aufpassen. Da gibt es auch eine Version, die sieht genauso aus, die ist aber gekürzt. Das ist jetzt die Uncut-Version hier. Ich glaube, die gekürzte, die ist sogar ab 16. Ja, hier mit zwei DVDs drin. Ja, ein richtig guter Film. Gab es auch irgendwie mal so ein Remake oder so von, aber hier, das ist richtig der Knaller, der hier noch. Dann ein Kids. Inklusive englischer Sprachfassung. Ein Film wie ein Faustschlag. Dieser Film geht unter die Haut. Ein Megamuss. Ja, ich glaube, der war auch ziemlich krank teilweise. PlayStation 2 kompatibel. Aha. Schockierend, explosiv, schonungslos. Jo.
Und dann habe ich noch DOA, Dead on Arrival bei Ankunft Mord mit Dennis Quaid und Meg Ryan und Charlotte Rampling. Den hatte ich früher, glaube ich, auch mal aus der Videothek ausgeliehen, auf VHS oder sowas. Oder hatte ich auch auf VHS, weiß ich gar nicht. Den fand ich früher auch richtig gut. Brillante und temporeiche Neuverfilmung des Hitchcock-Klassikers bei Anruf Mord. Aber ich glaube, der war aber richtig gut gemacht. Und eben halt ja noch mit Meg Ryan, als er noch jünger war und nicht so operiert im Gesicht. Ja, Dennis Quaid und so, ne? Ja, kann man sich auch gut angucken. Ja, und dann haben wir noch was aus meiner Jugend. Eis am Stiel, Teil 1 bis 4. Digital Remastered. Auf 4 Discs. Ja, da gibt's auch eine Version mit 8 irgendwie, Teil 1 bis 8, mit 8 DVDs. Aber ich glaube, ich habe früher nur die 4 Teile hier irgendwie gesehen. Danach, da hat mich das irgendwie nicht mehr interessiert oder so. Das war wohl während der Pubertät oder so, da habe ich mir die Filme angeguckt. Aber später, die späteren Teile weiß ich gar nicht mehr. Deswegen reichten mir hier die ersten 4 so als Erinnerung. Kultklassiker, ja, der 70er und 80er Jahre. Was haben wir denn? Der erste Teil, ja, Eis am Stiel. Zweite Teil, Feste Freundin. Der dritte Teil, Liebelein. Und vierter Teil, Hasenjagd. Ja, als nostalgischer Bonus Super 8 Version. Ach du Scheiße. Ja. Wird wahrscheinlich sogar die gleiche Verpackung sein, nur ein anderes Inlay, weil hier passen auch 8 DVDs übereinander. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die mit 4 DVDs, die ersten 4 Teile. Dann Lautlos im Weltraum mit Bruce Dern. Ja, einer meiner Lieblingsfilme von früher, auch aus der Zeit. Ich weiß, da war ich früher mal bei meinem Kumpel und der hatte halt ja auf VHS kopiert aus der Videothek. Da haben wir dann Krieg der Sterne geguckt. Also die Star Wars Teile und sowas wie Lautlos im Weltraum und was hat er noch gehabt? Das Schwarze Loch und so weiter. Da waren wir voll, ja, auf dem Sci-Fi-Trip und haben uns die ganzen Science-Fiction-Filme von früher angeguckt immer. Ja, die kamen ja zu der Zeit auch raus halt, ne, und waren noch nicht so alt, ja. Ja, Silent Running, Originaltitel, die auch nochmal drauf. Gibt's aber auch als Blu-ray. Ich hab's jetzt hier, ich glaube unter 1 Euro als DVD. Kann man sich auch mal gut angucken immer. Echt ein schöner Film. Genauso wie der hier. Die Zeitmaschine, H.G. Wells. Produktion, George Pearl. Ja, wer kennt die nicht? Wer aus der Zeit kommt, so 70er, 80er oder wann war das? Da lief der im Fernsehen und ja, weiß ich noch. Als Kind habe ich den geguckt und die Morlocks hier, die fand ich richtig faszinierend. Diese ja, komischen Monstermenschen. Ja, da gab's ja auch wieder ein Remake und so weiter, aber diese Version, diese ältere, ich weiß gar nicht von wann ist denn die, die fand ich richtig gut. 60er Jahre muss das gewesen sein, 1960. Turner so und so. Ja, wie gesagt, ich habe den irgendwann in den Mitte der 70er oder so, Anfang 80er. Ja, ich denke mal Mitte der 70er oder späte 70er oder so habe ich den im Fernsehen gesehen. Kann aber auch 80er schon gewesen sein, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Da war ich richtig fasziniert von dem Film. Der ist richtig gut. Ja, hier haben wir noch einen guten Film. Die Killerhand. Ja, auch eigentlich so ein, ja, wie sagt man bei Spielen, Hidden Gem oder so, auch so eine richtige Filmperle hier. Eiskalt, sehr selbstständig und äußerst mörderisch. War früher auch so ein Kultfilm. Idle Hands, hier steht nochmal der Originaltitel. Mit der ganz jungen Jessica Alba noch. Ich glaube, die ist hier noch nicht mal mit aufgeführt. Ja, was haben wir denn hier? Produzenten von Austin Powers, bla bla und so weiter. Mit Devin Sava aus Punk, Seth Green, Elden Hansen, Christopher Hart und Vivica, keine Ahnung, A. Fox. Steht hier noch nicht mal mit drauf, auch vorne ist ja mit abgebildet. Das ist die Nachbarin irgendwie, glaube ich.
ja, so ein lustiger Horrorfilm. Also richtig Horror ist es nicht, ist eigentlich mehr so komödienmäßig und ja, richtig gut gemacht. So ein kleiner Geheimtipp, wer den nicht kennt aus der Zeit. Sollte man sich mal angucken. Ich hab meine Hand nicht mehr unter Kontrolle. Ich mach dauernd Dinge, die ich gar nicht tun will. Bist du nicht schon ein bisschen zu alt für Klingelstreiche? Ja. Tut mir leid, das mit dem Busch. So, weiter geht's mit Allein mit Onkel Buck. Ja, ein John Hughes-Film mit John Candy. Ja, diese Hughes-Filme, die waren ja immer lustig, da gab's ja jede Menge. Ja, John Candy, einer meiner Lieblingskomiker früher. Oder Schauspieler. Ja, leider auch schon gestorben. Ja, ein ganz lustiger Film. Aber kennt wahrscheinlich auch jeder. Dann haben wir noch Dragnet, Schlappe Bullen beißen nicht. Mit Dan Aykroyd und Tom Hanks. Auch ein Knallerfilm. Auch eine Komödie, muss man auch unbedingt gesehen haben. Ja, nur die CD drin. Ja, dann noch was Älteres. Mit James Belushi und John Ritter, Wahre Männer. Ja, so eine Actionkomödie ist das, ne? Ja, James Belushi kennt man ja, habe ich ja schon erzählt, durch die Serie. Immer wieder Jim oder, ach, durch so viele Filme. Ja, zu der Zeit gab es richtig gute Filme mit ihm. Retroactive, Philofax, ja, Wahre Männer und so weiter. Oder auch der hier, der Prinzipal. Ja, auch wieder mit James Belushi, Louis Gossett Jr. Ja, da ist er so ein Rektor an der Schule. Aber richtig gut gemacht, der Film. Ich glaube, den habe ich auf Laserdisc. Habe ich den aber, glaube ich, schon. Aber auf DVD fehlte der mir wieder. Dann habe ich den jetzt auch wieder. Super. Ah, wieder so eine billige Hülle hier. Da noch was Älteres. Tom Hanks in einer seiner ersten Rollen. Labyrinth der Monster. Was als Spiel begann, endete als Albtraum. Mazes and Monsters. Nicht gerade der beste Film, aber kann man sich echt mal gut angucken. Jedenfalls, wenn man mal Tom Hanks ja, in einer seiner ersten großen Rollen sehen will. Auch nicht schlecht. Und der hier ist richtig gut. Mit Charlie Sheen. Interceptor. Ein knaller Film. Muss man sich unbedingt mal angucken. Er kommt zurück. Ein Phantom aus der... Was steht hier? Ewigkeit. Ja, durch das Display von der Kamera kann ich das immer schlecht lesen. Das ist so klein. Ja. Und ist sogar ungekürzt. Der war früher ab 18 oder sowas. Oder halt Jugendverbot. Und dann wurde er auf 16 runtergestuft und ist aber uncut jetzt. Oder schon seit längerer Zeit. Aber den muss man sich wirklich mal angucken. Guter Actionfilm aus der Zeit. Verbrecherische Mächte nahmen sein Leben. Eine außerirdische Macht gab es ihm zurück. Er ist ein Phantom. Ein kosmischer Geist. Interceptor. Draußen ist ein Verrückter, der seinen Wagen als Mordwaffe benutzt. Nicht, dass ich um euch Sorgen hätte. Ihr habt genug auf dem Kerbholz, dass ihr einen Denkzettel verdient. Festhalten! So schnallen ab! Er ist ein Gespenst, Mann. Ein Geist. Ein Phantom, ob du es glaubst oder nichts, Gang. Was soll der Quatsch, Packard? Lass mich los! Schmutze, steig ein! Packard, bist du verrückt? Verpiss dich, Burger, oder willst du draufgehen wie dein Bruder? Verdammt ausgeflippte Tricks drauf.
So, dann haben wir wieder was, was ein bisschen älter ist. Der Tag des Falken. Aber auch ein schöner Film mit Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer, Matthew Broderick. Ja, sollten ja alle bekannt sein, alle Schauspieler. Haben ja in vielen großen Filmen mitgespielt, später dann auch. Ja, schöner Film. Und mit Sonderdiskrabatt. Mhm. Ja, keine Ahnung, ob das da reingehört. Dann habe ich noch ein Wild at Heart mit Nicolas Cage und Laura Dern. Ein David Lynch-Film. Sailor und Lulu. Oder Lula? Lula? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, auch ganz lustig. Kann man sich auch mal anschauen. Dann habe ich noch einmal mit Nastassja Kinski, Tess, ein Roman Polanski-Film. Sagt mir jetzt so aber nichts. Ich weiß nur, das ist die Tochter hier, ne? Von Klaus Kinski. Malerische Literaturverfilmung. Muss ich mir mal anschauen. Den hier habe ich aber, glaube ich, schon mal gesehen hier. Auch mit Nastassja Kinski und Malcolm McDowell. Den kennt man ja auch hier von Uhrwerk Orange und so. Katzenmenschen. Wendecover ist sogar noch verschweißt. War aber auch, glaube ich, irgendwie ein merkwürdiger Film. Und dann habe ich noch einen Betty Blue. 37,2 Grad am Morgen. Der Director's Cut. Aber ich fand den gar nicht schlecht. Ja, mit Beatrice Dall und Jean-Hugues Anglade oder so irgendwie. Der hat auch bei Killing Zoe mitgespielt. Da war er dieser Langhaarige da, dieser Gangster. Und er hat sogar in Leon der Profi einen ganz kurzen Auftritt gehabt. Da war er einer von denen, die die Tür aufmachen. dann haben wir noch was Gruseliges aus den 80ern. Keep Gas, ich will Spaß mit Nina und Markus. Ja, halt neue deutsche Welle mäßig, ne? So ein Film. Ja, so eine Liebesschnulzkomödie, sonst was. Keine Ahnung. Genau wie das hier. Da weiß ich auch nicht so recht, was das ist. Die Desiree Nosbusch und Valerie Dumas. Superbiester, den Freund zum Geburtstag. Auch irgend so ein 80er Jahre Klamauk oder so. Keine Ahnung. Ja, muss ich mir mal anschauen. Death is not the end. I'll take your soul. You think you can take these people's secrets and just walk away? In the shadows of the imagination lies the ultimate nightmare. Don't let them bury me. I'm not dead. Dann geht es weiter mit Die Schlange im Regenbogen von Wes Craven. Ja, das Cover sieht ein bisschen billig aus, aber nicht davon täuschen lassen. Der Film, der ist richtig gut. Habe ich jedenfalls gut in Erinnerung. Ich habe den jetzt schon Jahre nicht mehr gesehen, aber ich glaube, der war richtig heftig teilweise. Richtig gutes Ding. Sollte man auch gesehen haben. Die Schlange im Regenbogen. Dann habe ich noch ein The New World. Ja, mit Colin Farrell. Und so weiter. Christian Bale und so. Ich glaube, der war richtig lang. Aber gut, ich glaube, der war gar nicht schlecht. 130 Minuten in Farbe. Ja, ein gewaltiger Rausch, so mitreißend und meisterlich, dass einem der Atem stockt. Bildgewaltig und brillant inszeniert. Ja, ich glaube, der war wirklich toll gemacht. Also wirklich schöne Bilder und so. Und ja, halt ziemlich lang, aber ich glaube, der war nicht langweilig. Da
Dann habe ich noch Ghost Dog, Der Weg des Samurai, mit Forrest Whitaker. Ja, und auch schöne Musik hier von RZA. Ja, von Wu-Tang, der RZA, glaube ich, war das. Ja, da gab's auch eine Soundtrack-CD irgendwie, glaube ich, die hatte ich mir mal geholt. Hier steht's ja. Featuring RZA und so weiter. Ja, richtig schöner Film. Finden manche vielleicht ein bisschen langweilig, aber ja, steckt halt viel, ja, so Philosophie und sonst was dahinter und so, und ja, so japanischer Ehrenkodex, so von Samurai und sowas, alles so. Wird immer so ein bisschen zitiert und so aus so einem Buch und ja. Schöner Film, kann man sich gut angucken. Der hier, der ist schon ein bisschen actionreicher und auch richtig gut, Snatch, Schweine und Diamanten und auch lustig. Ja, mit ganz vielen Stars hier halt, ne? Benicio del Toro und so weiter, Brad Pitt, Jason Statham und so weiter. Ganz lustig. Ja, aber den wird wahrscheinlich auch jeder kennen. Das ist auch inzwischen so ein Klassiker, so ein richtig guter. Dann habe ich noch einen Nachtfalken mit Sylvester Stallone. Kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, den habe ich auch mal im Fernsehen gesehen und fand den gut und habe mir dann mal den Titel notiert, dass ich mir die DVD davon hole. Ja. Nighthawks, ja, Nachtfalken. Aha. Nachtfalken ist eine harte zeitgenössische Geschichte von Spannung und Intrigen und so weiter, bla bla. Ja, ich glaube, der war aber auch nicht schlecht. Und dann habe ich noch ein 23. Nichts ist so, wie es scheint. Deutscher Filmpreis 1999. Ja, ich glaube, das war auch irgendwie so mit... was war das denn? Irgendwas so mit Verschwörungstheorien und so ein Kram und ja, hier so Datennetze und sowas alles. Mit Computern irgendwas war das. Ich glaube, der war auch richtig interessant und spannend. Ist aber auch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ich glaube, der war auch gut. Dann habe ich noch ein Boogeyman. Uncut-Version. Deine schlimmsten Albträume werden Wirklichkeit. Mhm. So. Irgend so ein Horrorschinken oder so. Weiß ich auch nicht mehr. Die kenne ich alle gar nicht. Die jetzt kommen, die Filme. Die sind auch ganz billig aufgemacht. Da hat's noch nicht mal, hat das Geld noch nicht mal gereicht für ein vernünftiges DVD-Videologo. Das ist irgend so ein billiges, selbstgemachtes Logo. L.A. weiß, sie haben keine andere Wahl, als gezielt zu töten. Na, ich hoffe mal, dass das so richtige, cheesige, ja, was weiß ich, B-Movies oder so sind. Muss ich mir mal angucken. Also so wie die aufgemacht sind hier, sieht sie ja schon vielversprechend aus. Kompromissloser Kämpfer für Recht und Gesetz. Könnte auch interessant sein. Genau so wie der hier. Commander Firefox. Auch wieder so billig aufgemacht. Alle noch verschweißt. Der Ex-CIA-Agent so und so ist Commander der Spezialeinheit Firefox, bla bla. Wiederbeschaffung von 3 Millionen Dollar eines Bankraubes. Bilder sehen ja auch wieder vielversprechend aus. Hoffentlich auch so Kung-Fu-Action und sonst was, alles so richtig B-Movie-Trash-mäßig. Dann habe ich noch ein Crackdown-Mission. Sie kennen nur eine Sprache, Mord. Ja, sieht auch wieder richtig billig aus.
bin ich mal gespannt. Dann haben wir einmal Frankensteins Monster. Mit Bo Svensson. Heidi Vaughn. Ja, ich glaube, den gibt es auch unter dem Titel Frankenstein einfach nur. Da hatte ich schon mal geguckt, so in so einer Movie-Database irgendwie. Ja, muss ich mich auch mal überraschen lassen, was das ist. Irgendein Frankenstein-Film. Und der hier sieht richtig trashig aus. Ich glaube, der soll auch so richtig schlecht sein. Jochen Tauberts Piratenmassaker. Zwischen ihnen und dem Schatz lag nur noch eine Horde blutgieriger Kannibalen. Ja, die Bilder sehen ja auch schon toll aus. Sieht aus wie mit einer Video-8-Kamera gefilmt oder so. Und dann habe ich noch ein Tomorrow Never Comes. Morgen gibt es kein Erwachen. Ja. Gibt es auch nicht viel zu sehen. Aha. Nach längerer Abwesenheit kehrt Frank bla 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 in seine Heimatstadt zurück. Für Frank steht fest, sie hat einen anderen. Aha. Sich ja toll an. Dann einmal Disco. Das war irgend so ein Beifang. Der lag hier auch. Das war so ein Paket. Da lag der mit bei. Keine Ahnung, was das ist. Irgendein französischer Film, glaube ich, ist das. Weil da irgendwie Gérard Depardieu mitspielt. Emmanuel Béat. Ja, keine Ahnung. Komödie oder so. Und der lag da auch mit bei Miss Undercover. Ja gut, den kenne ich, den habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Sandra Bullock, Michael Caine und so weiter. Sie muss einen Killer schnappen, gleich nach dem Bikini-Wettbewerb. Ja, der sollte ja bekannt sein, der lief ja auch schon öfters, wie gesagt, im Fernsehen und so. Ja, dann geht's weiter mit der Helge Schneider 4-DVD-Edition. Ja, 4 Filme, ne? Texas, Doc Snyder hält die Welt in Atem. 00 Schneider, Jagd auf Nihil Baxter. Praxis Dr. Hasenbein und Jazz Club. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Sehr schön. Brauche ich die nicht einzeln kaufen. Dann habe ich sie alle 4 so zusammen. Ich hatte das Ding, glaube ich, schon mal, aber hab's dann irgendwann mal ja alles verkauft, die ganzen Filme, aber jetzt habe ich's wieder. Leider nicht Johnny Flash mit drauf, aber ich glaube, den gibt's in irgendeiner anderen Kollektion oder so. Eine ganze Zeit lang gab's den ja nur auf VHS und ich weiß nicht, ich glaube, jetzt gibt's den auch auf DVD oder Blu-ray oder so, in irgendeiner anderen Kollektion, aber die hier ist ganz günstig, die reicht mir erstmal, das sind die 4 Filme oder die ersten 3 hier, die ich richtig gut finde, dann habe ich die wieder, super. Ja, noch was Älteres. Purple Rain von Prince, der Film. Plus, das ist jetzt so eine Special Edition, 2-Disc-Set. Da sind auch noch Musikvideos drauf und irgendwie so Konzertkram, irgendwas. Keine Ahnung, was haben wir denn hier? MTV Premiere-Feier. 8 Musikvideos von Prince, Apollonia 6 und The Time. Ja, sehr schön. Ja, cool. Und natürlich der Film Purple Rain, ne? Dann noch was richtig Schönes. Eine Serie. Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, das ist diese alte englische BBC-Serie. Ja, hier steht's. Legendäre BBC-Produktion. Nach dem Roman von Douglas Adams. Da gab's ja auch nochmal später diesen Film. Irgendwie 2000 so und so. Und ja, das ist dieser Mehrteiler hier halt, den es früher gab, ne? Ja, Episoden 1 bis 3. Und dann gab es ja noch dieses andere. Das zeige ich gleich noch.
Das ist dann hier diese Fortsetzung, das Restaurant am Ende des Universums. Das sind dann die Folgen 4 bis 6, hier steht's. Ja. Richtig, richtig gute Serie, finde ich. Hat mir früher richtig gefallen und Spaß gemacht, die anzuschauen. Habe ich mir immer wieder mal angeschaut, deswegen habe ich die jetzt nochmal wieder auf DVD geholt. Da gibt es auch so eine Sammleredition in so einem grünen, mit so einem Deckel, so einem grünen Pott irgendwo, wo die beiden DVDs so reingesteckt sind, aber das ist mir zu teuer. Ich will ja eh nur die Filme angucken, dann kann ich mir die DVDs auch so günstig holen. Das reicht mir dann. Dann noch eine alte Serie. Und zwar, ja, hier steht's, die komplette 13-teilige Serie auf 4 DVDs, Gefrierschocker. Oder eben im Original Hammer House of Horror. In der Remastered-Edition. Ja, bei uns lief sie unter Gefrierschocker. Auch eine schöne Serie. Also halt, ne? Gruselserie von früher. ITV, ja, hier englisches Fernsehen, ne? Auf 4 DVDs. Bin ich auch froh, dass ich die wieder habe. Super. Und dann, ich mache hier mal so ein bisschen Platz, weil das so ein richtig dicker Schinken hier ist. So ein richtig dicker Klopper. Die Monsters, die komplette Serie auf 14 DVDs. Und das sind die originalen Monsters, also die, ja, von früher hier mit Fred Gwynne und so, ne? Ja, super. Da freue ich mich. Der Hammer. Alle Folgen der Kult-Comedy-Serie auf 14 DVDs. Aus den 60er Jahren. 70 Episoden, bla bla und so weiter. Ein absolutes Muss. Ja, habe ich gerne geguckt früher. Also die Monsters und auch Addams Family. Die fand ich immer richtig gut und lustig. Ich glaube, mit DVDs war es das dann auch. Dann hole ich mal die Blu-Rays. Ja, dann fange ich mal mit den Blu-Rays an. Da hätten wir zum Beispiel hier als Steelbook Bordello of Blood. Aus dieser Geschichten aus der Gruft-Reihe, ne? Ungeschnitten inklusive neuem Bonusmaterial. Ja, richtig schönes Teil. Fand ich richtig gut früher. Ja, so From Dusk Till Dawn mäßig. Ja, richtig schönes Steelbook. Ja. Muss man definitiv in der Sammlung haben. Richtig schönes Teil. Genauso wie dieser Film, der darf auch nicht fehlen. Fand ich früher schon richtig gut, finde ich immer noch richtig gut. Mit Roddy Piper kennt man ja den Wrestler. John Carpenters Sie Leben. Da muss man aber auch aufpassen, da gibt's auch eine geschnittene Version, dass man da auch hier die ungeschnittene bekommt. Also ich glaube, auf Blu-ray gibt's nur diese hier, die 18er, die ungeschnittene. Aber auf DVD gibt's jedenfalls eine geschnittene. Die hatte ich nämlich mal und habe mich geärgert. Im Fernsehen wird die meistens auch immer geschnitten gezeigt. Dann haben wir ein Double Feature, Waxwork. Reise zurück in die Zeit und Waxwork 2 Lost in Time. Ja, auch ein Klassiker. Wer aus der Zeit kommt, von früher so 80er Jahre und so, der kennt den auch noch. Mal eben gucken, steht hier irgendwo ein Datum? Ne. Aber 2017 wo rausgekommen. Ja, 2 Blu-rays, ne? Ja, dann auch so ein Kultfilm ja inzwischen, die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, kann man mögen, den Film kann man auch nicht mögen. Ist jedem selbst überlassen. Ein gigantischer Glückskeks, süß und süchtig machen. Ja, ist mal ein bisschen anders, der Film, als andere Filme. Mit Audrey Tautou. Dann mal was Lustiges aus den Niederlanden. New Kids Turbo.
Wendecover. Fünf Assis gegen den guten Geschmack. Ja, kennt man ja, diese Serie, die früher auf Comedy Central, glaube ich, lief, die, ne? Diese kurzen Clips immer, und dann gab es noch diese beiden Filme, ja, New Kids Turbo. Und auch New Kids Nitro. Auch mit Wendecover. Die New Kids feuern wieder aus allen Rohren. Nach Turbo kommt Nitro. Ja, für einen lustigen Abend sind die auch nicht verkehrt, die Filme. Jo, weiter geht's dann mit The Ramen Girl. Die fehlende Zutat ist beim Essen und im Leben oft nur die Liebe. Ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit Brittany Murphy. Steht hier, ja, mit der unwiderstehlichen Brittany Murphy in einer ihrer letzten Filme. Ja, die ist ja auch früh gestorben, habe ich ja schon eben gesagt. In einem ihrer letzten Filmprojekte, im Jahr 2009, im Alter von nur 32 Jahren verstorben, ja. Ah, kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, jetzt an den Film. Aber ich glaube, ich hatte den mal im Fernsehen gesehen und... Ja, ich habe eine große, lange Liste, wo ich Filme drauf habe, die ich mir kaufen will und die mir noch fehlen in der Sammlung. Und da stand er jedenfalls mit drin, da habe ich mir den mit aufgeschrieben. Aber die Liste ist schon älter und ellenlang natürlich. Aber ja, jetzt habe ich den auch in der Sammlung. Dann. Ja, noch was Schönes. Actionfeuerwerk mit irrwitzigen Wendungen. James Belushi und Kylie Travis in Retroactive. Gefangene der Zeit. Ja, wer James Belushi, kennt man ja hier immer wieder Jim und so, wer den mal in einer ernsteren Rolle sehen will, als, ja, als fiesen Kerl, als Verbrecher, der kann das in diesem Film machen, hier, Retroactive. Der ist gar nicht schlecht. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, der ist auch nicht schlecht, der Film. Als Roadmovie-Thriller mit Horror-Touch. Ein runder Spaß für Fans aller Genres. Ja. Hier sieht man ihn mal mit Knarre. Ah, der ist echt nicht schlecht, der Film. Kann man sich gut angucken. Ja, den kenne ich noch von früher, als er rauskam. Aber ich glaube auch auf VHS oder so. Habe ich den früher auch geguckt. Uncut, Schocker von Wes Craven. No More Mr. Nice Guy. Der war, glaube ich, auch ganz lustig. High Voltage Horror. Ja, hier haben wir noch einen Horrorfilm. Nein, Quatsch, eine Komödie mit Bill Murray, Agent 00nix. Seine Mission war so geheim, dass nicht mal er selbst davon wusste. Ja, auch ganz lustig. Gnadenlos komisch. Ja, ich bin ja eh ein Fan von Bill Murray. Schon von früher, von den ersten Filmen an und so weiter. Ja, der ist ganz lustig. Auch nichts weiter drin. Dann haben wir noch einen ganz alten Film. Ja, ganz alt nicht, aber schon ziemlich alt. Ein Ridley Scott Film. Legende. Oder Legend halt, ne? Mit Tom Cruise, Tim Curry und so weiter. Ja, auch relativ bekannt. Eine Welt voller Magie, Wunder und Wünsche. Auch schöne Bilder und so. Schön gemacht. Kann man sich auch gut angucken. Ja, dann ein bisschen was Neueres. Oder nicht ganz so Altes. Der Marsianer rettet Mark Watney. Mit Matt Damon. Ah, der lief inzwischen ja auch schon im Fernsehen. Sollte man auch gesehen haben.
Auch ganz gut gemacht. Dann habe ich noch den hier. Den habe ich noch gar nicht angeguckt. Immer noch nicht. Weder im Kino noch hier auf Blu-ray. Obwohl ich eigentlich ein großer Blade Runner-Fan bin. Aber diesen neueren hier, Blade Runner 2049, den habe ich immer noch nicht angeguckt. Da war Ryan Gosling, Harrison Ford wieder mit dabei. Ja, die Fortsetzung. Bin ich mal gespannt. Ja. Auch ein alter Klassiker. Ich denke so 80er Jahre, ne? Mitte der 80er. 86 oder so. Stallone, die City Cobra. Der starke Arm des Gesetzes. Ich mag ja so cheesige Filme aus der Zeit. So Actionfilme und so. Cop Stallone donnert auf Blu-ray durch die Hölle der Großstadt. Und niemand kann ihn aufhalten. Ja, sehr cool. Fand ich früher richtig gut. Und wenn es die City Cobra gibt, gibt es natürlich auch den City High. Arnold Schwarzenegger, der City High. Ein Film von John Irwin. Wer ist cooler? Kam, glaube ich, zur gleichen Zeit raus. Ich erinnere mich noch, ja, ein Teenager war ich da. Da hingen überall die Plakate, so teilweise auch nebeneinander und so. Ja, City High, City Cobra. Schwarzenegger gegen Stallone. Chicago wird brutal von der Mafia kontrolliert. Wird Zeit, dass ich mir die mal wieder angucke. Schon lange her. Was habe ich denn noch? Genau, den habe ich noch. Komödie, Dumm und Dümmer. Unzensiert, noch dümmer als bisher. Ja, den fand ich auch immer lustig. Mit Specials und so weiter. Ah, ich hasse aber diese billigen Scheißhüllen hier. Die sind so wabbelig. Mehr Film. Circa 6 im Kino nicht gezeigte Minuten. Zusätzliche Szenen und so weiter. Alternative Enden. Retrospektive. Aha. Echt dämliche Augenblicke. Nervige Geräusche und die Toilettenszene. Aha. Und dann habe ich auch noch Dumm und Dümmer. Also Dümm und Dümmer und Dümm und Dümmer. Jim Carrey und Jeff Daniels haben es immer noch drauf. Saudumme Sprüche und Gags auf Kniehöhe. Alternative Eröffnungsszene, Gagreel und so weiter, erweiterte Szenen. Aha. Oh, hier ist noch ein Code. Für, ja hier, Ultraviolet. Aber einlösbar bis 25. März 2017, ja, den hatten wir ja schon. Wer will, kann es ja nochmal probieren. Dann, ein richtig guter Klassiker, John Carpenters Halloween, die Nacht des Grauens. Die Nacht, in der er nach Hause kam. Meisterwerk mit der jungen Jamie Lee Curtis in ihrer ersten Filmrolle. Ja, das ist ein richtig guter Film. Der gefällt mir richtig gut. Schönes Teil. Aber ich mag sowieso John Carpenter Filme, finde ich immer richtig gut. Dann habe ich noch ein Moonrise Kingdom. Ein Film von Wes Anderson. Ja, mit großem Star-Aufgebot. Mit Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton. Ein Filmjuwel. Aber ist, glaube ich, auch ein ganz merkwürdiger Film. Weiß ich gar nicht, habe ich den mal... Lief der mal im Fernsehen oder so? Irgendwo hatte ich den mal gesehen. Ja, es ist ein sehr merkwürdiger Humor und so. Und ziemlich stranger Film halt.
großes Pfadfinder-Ehrenwort. Grandioses Ensemble. Jo. Da hätten wir dann Blade Runner, Final Cut. Ja, ein Klassiker mit Harrison Ford. Das ist jetzt hier, ja, diese ältere Teil, ne? Den anderen hatte ich ja eben schon mal gezeigt, diesen 29 so und so. Und das ist jetzt hier der Original, erste Teil. Der erste Film. Ja, super. Einer meiner Lieblingsfilme habe ich in allen möglichen Versionen. Das ist jetzt hier, wie gesagt, der Final Cut. Ich habe das Ding auf VHS, ich habe es auf Laserdisc, ich habe es auf DVD. Und ja, ich glaube sogar auf HD-DVD. Jetzt habe ich sie halt auf Blu-ray dann auch nochmal, aber als Final Cut dann. Dann habe ich noch einmal Pain and Gain mit Mark Wahlberg und Dwayne Johnson. Den habe ich, glaube ich, mal im Fernsehen auch gesehen und fand den richtig lustig. Explosive Action, coole Optik und jede Menge schwarzer Humor. Ja, kann ich bestätigen, ist richtig lustig. Hat mich gut unterhalten, der Film. Der hier hat mich auch gut unterhalten. Chevy Chase in Funny Farm. Ja, ein Klassiker. Richtig cooler Film. Diese Komödie sorgt für schallendes Gelächter. Chevy Chase bietet eine seiner besten Leistungen. Ja. Chevy Chase Filme finde ich sowieso fast alle durchgehend. Richtig gut und lustig. Muss man auch haben. Dann True Grit. Mit Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin. Und ja, von den Coen-Brüdern halt, ne? Die machen ja sowieso immer fast durchweg auch gute Filme. Ein grandioses gespieltes Meisterstück. Oder grandios gespieltes Meisterstück. Das neue Meisterwerk der Coen-Brüder, ja. Fand ich auch richtig gut. Dann habe ich noch Action Kracher Collection. 4-Filme-Box mit über 370 Minuten Laufzeit. Ja, den habe ich mir eigentlich nur geholt wegen diesem Film hier, Blast. Wie heißt denn der auf Deutsch? Wo die... Ah, ist dieser blöde FSK-Flatschen drüber. Ich muss mal eben hier gucken. Ich glaube, wo die Büffel röhren oder irgendwie sowas. Ja, jedenfalls im englischen Original heißt er Where the Buffalo Roam oder sowas irgendwie. Den hatte ich früher mal als englische DVD, weil da gab es den hier noch nicht auf Deutsch, da gab es den nur auf VHS, glaube ich, irgendwie. Aber inzwischen gibt es das halt hier jetzt auch so in diesem Viererpack zum Beispiel auf Deutsch. Das ist eigentlich, ja, auch über diesen Hunter S. Thompson, glaube ich, ein Film. Bloß, dass hier die Rolle des Hunter S. Thompson von Bill Murray gespielt wird. Und Peter Boyle, ich weiß nicht, ist das hier auch der Anwalt oder sowas irgendwie? Da gab es ja dann auch Fear and Loathing in Las Vegas. Der ist ja ganz bekannt. Und da hatte ja Johnny Depp die Rolle gespielt. Von diesem Hunter S. Thompson. Und das hier, ja, das ist wie gesagt der Vorgängerfilm. Aber ich glaube, zeitlich ist der hinter dem anderen Film spielt er irgendwie. Zeitlich gesehen. Müsste das jedenfalls so sein. Weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Muss ich mir nochmal alles genau durchschauen. Irgendwie gab es ja noch einen anderen Teil irgendwie. Und der hier, CB4, der Cell Block 4, der ist auch ganz lustig. Den habe ich aber auch schon auf DVD. Ja, ich glaube auf DVD habe ich den. Aber dann ist er hier auch nochmal mit drauf. Das ist dann auch super. Die anderen beiden hier, weiß nicht, den kenne ich glaube ich gar nicht. Und der, das muss schon lange her sein, dass ich den gesehen habe. Aber auch ein Klassiker. Ja, jedenfalls, allein wegen den beiden Filmen lohnt es sich schon, finde ich. Und dann, ja, dann habe ich auch noch, habe ich eben von geredet, Fear and Loathing in Las Vegas als Steelbook. Ja, mit Johnny Depp, Benicio del Toro, da ist er der Anwalt. Und, ja, Johnny Depp hier in der Hauptrolle, Director's Cut. Ja, ein Klassiker. Einer meiner Lieblingsfilme. Auch richtig gut.
Wir waren kurz hinter Barstow, inmitten der Wüste, als die Drogen anfingen zu wirken. Ja, ganz lustig. Muss man auch unbedingt in der Sammlung haben. Habe ich noch was? Mal gucken. Ah ja. Ich habe mit einer Serie angefangen auf Blu-ray. Dann höre ich auch mit einer Serie auf Blu-ray auf. Und einer richtig guten Serie, Firefly. Von Joss Whedon, der hier auch, ich glaube hier Angel und Buffy und sowas hat er auch gemacht. Der Aufbruch der Serenity. Die komplette Serie. Knaller. Richtig, richtig gute Serie. Ja, so Science-Fiction-Serie, aber ja, so Western-mäßig halt. Eigentlich Western im Weltraum. Also wer ein bisschen auf Western steht oder auf Science-Fiction, für den ist das bestimmt was. Ja, halt, mehrere Blu-rays. Muss man unbedingt mal angucken. Die ist echt total unterschätzt, die Serie. Oder ja, halt irgendwie ist die nicht richtig wahrgenommen worden, weiß ich auch nicht. Wurde nur irgendwo mal lieblos, weiß ich nicht, war das auf RTL 2 oder irgendwo mal gezeigt und hat eigentlich keiner so richtig Notiz von genommen, obwohl das eine richtig tolle Serie ist. Finde ich jedenfalls. Finden andere aber auch. Kann man sich echt gut angucken. Muss man auch in der Sammlung haben, wenn man so ein bisschen, wie gesagt, auf Science Fiction steht. Mit so ein bisschen Western-Elementen oder so. Ja, das glaube ich war es dann erstmal. Ja, muss es wohl gewesen sein. Mir fällt jetzt jedenfalls nichts mehr ein, was ich noch irgendwo rumliegen habe an DVDs oder Blu-rays, die ich neu reinbekommen habe. Ja, dann gibt's dann bald eine Folge mit VHS. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Das sind auch über 100 Stück, die ich da reinbekommen habe. Dann habe ich noch jede Menge Spiele. Ja, von dem ich auch, wie gesagt, dieses tolle Angebot, diesen Jahrhundert-Deal, da, mit dem ich den gemacht habe, der hat mir ja auch nochmal ein 3DO geschickt mit jede Menge Spielen bei und so weiter. Und dann habe ich auch noch PS4-Spiele, glaube ich, ein paar reinbekommen, Xbox oder sowas und Wii oder so, muss ich mal gucken. Aber da habe ich auch noch jede Menge jedenfalls. Und ein neuer Deal steht auch schon wieder. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein Jahrhundert-Deal. Jede Menge, ja, Raritäten und so weiter zum echt super Preis und weiß gar nicht, wie viele Konsolen sind dabei. Ah, 6-7 Konsolen, glaube ich, ein paar Handhelds und so weiter und auch wieder von dem gleichen, mit dem ich den Jahrhundert-Deal gemacht habe, mit dem ich, von dem ich das Vectrex habe, von dem ich, ach, Super Nintendo-Spiele habe und sonst was alles und, naja, der verkauft so nach und nach seine komplette Sammlung zu super Preisen und ja, da musste ich jetzt mal wieder zuschlagen, weil er mir ein super Angebot gemacht hat und ich weiß gar nicht, waren das 180 Spiele oder 200 Spiele, so um den Dreh schon fast und wie gesagt, auch noch ein paar Konsolen mit dabei und dann zum super Preis. Da kann man einfach nicht nein sagen. Das seht ihr aber dann in der, ja, ich denke mal übernächsten Folge, übernächsten, muss ich mal gucken. Irgendwann jetzt jedenfalls. Wird die Folge dann auch kommen. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen und unterhalten. Und falls ja, wisst ihr hier, Daumen hoch und so weiter. Und Kommentare sind auch immer super. Und ja, wer noch nicht Abonnent ist, darf auch abonnieren. Ja, bis denn. Tschüss.